Peter Görf ist Anwalt in Zürich seit 1999. Er ist Präsident des Vereins Grundrechte.ch. Der Verein gibt seit 2008 und dort wurde er gegründet aufgrund dieser Fischen-Affäre. Also das ist eigentlich eine lange Geschichte von Überwachung, die ihr da mit euch trägt. Der Verein Grundrechte.ch ist auch Teil der digitalen Gesellschaft und hat in dem Sinn eine breite Abstützung, was die Zivilgesellschaft über Überwachungsmaßnahmen und staatliche Eingriffe denkt. Vielen Dank, dass Sie heute Abend da sind und ja, die Bühne ist Ihnen überlassen. Dankeschön. Guten Abend, sehr geehrte Nationalrätinnen und Nationalräte, sehr geehrte Ständerätinnen und Ständeräte, guten Abend, meine Damen und Herren. Die elektronische Kommunikation, sich zu orientieren über elektronische Kanäle, Internet, Telefon, Mobiltelefon und alle Technologien, die es gibt, das hat in den letzten Jahren an Bedeutung außerordentlich zugenommen. Wir kommunizieren alle immer mehr über solche Kanäle und das bedeutet gleichzeitig auch, dass immer mehr Spuren in diesem Bereich anfallen, immer mehr Daten anfallen, die irgendwo gespeichert werden und auch systematisch erfasst und ausgewertet werden können. Diese Erfassung oder Überwachung, je nachdem, die tangiert wiederum unsere Freiheitsrechte, eben unsere Kommunikationsrechte, dass wir uns mit anderen Menschen austauschen können, unsere persönliche Freiheit, unsere informationelle Selbstbestimmung, dass wir eben eine gewisse Herrschaft über unsere Daten haben und wer diese sieht und wer nicht. Und auch weitere Rechte wie das Privatleben oder je nachdem die Familie und weitere Beziehungen. Und das bedeutet, weil diese Kommunikation immer mehr an Bedeutung gewinnt und immer mehr von unserer Kommunikation so erfasst und zu einem schönen Teil überwacht wird, sind auch die Eingriffe in diese Grundrechte, die mit einer derartigen Erfassung und Überwachung verbunden sind, die wachsen automatisch. Das gewinnt nur schon durch diese Veränderung des Kommunikationsverhaltens immer mehr an Bedeutung. Und wenn man sich heute überlegt, Überwachung, aber auch Privatsphäre, Datenschutz, Datensicherheit, denke ich, muss man sich das vor Augen halten und auch den Umstand, dass diese elektronische Kommunikation wirtschaftlich eine sehr große Bedeutung hat. Einerseits für Anbieter im weitesten Sinn in diesem Bereich von solchen Technologien, aber auch für die gesamte Wirtschaft, die selbstverständlich diese Kanäle auch nutzt. Mit der NSA-Affäre im Verlauf dieses Jahres ist sehr viel bekannt geworden in gewissen Aspekten, in welchem Umfang heutzutage unsere elektronische Kommunikation überwacht wird. Die unheimlichen Datenmengen, die da anfallen, die systematische Auswertung auch. Also man probiert hier in gewissen Bereichen offensichtlich möglichst alles abzufangen und einfach einmal abzulegen und zu einem späteren Zeitpunkt oder zeitgleich mittels Algorithmen zu durchsuchen und so relevante Informationen aus diesem Riesenhaufen zu generieren. Und die NSA, die amerikanische Behörde, die hier im Mittelpunkt steht, arbeitet dabei mit sehr vielen anderen Behörden zusammen, mit Geheimdiensten aus anderen Ländern, betreibt verschiedene Programme, die gesamte Welt betreffen. Und es gibt dann innerhalb von den USA offensichtlich auch einen Datenaustausch wiederum mit anderen Behörden. Bekannt ist es mit der Drug Enforcement Agency, also mit der Drogenbehörde, in ganz bestimmten Abschnitten auch mit weiteren Behörden. Aber ich denke, insgesamt wird eine relativ weitgehende Zusammenarbeit da sein, ein großer Datenaustausch.
Einiges von diesem Programm kennt man mittlerweile, vieles andere nicht. Nun, das ist die USA, das ist nicht die Schweizer Situation, was jetzt die Gesetzgebung und die Praxis betrifft, aber auch die Kommunikation von uns allen wird tendenziell so abgefischt. Und welche Wege die dann international nimmt, insbesondere auch, ob es hier noch Anteile gibt im Austausch mit dem Schweizerischen Nachrichtendienst, das wissen wir letztlich nicht genau. Was ich finde, ist, dass die Logik, wie die NSA und auch die Politiker in den USA, vor allem aber auch in England, diese Praxis jetzt verteidigen, ist eine, die nicht ganz unähnlich ist, wie die Begründungen, die man in den Vernehmlassungsvorlagen oder in den Botschaften zu den jüngeren BÜPF-Vorlagen findet, aber auch jetzt zum Nachrichtendienstgesetz. Die Logik ist, ich vergröbere bewusst, aber es ist nicht ganz falsch, denke ich, dass man sagt, Kriminelle nutzen auch diese elektronischen Kommunikationswege und man will, oder man sagt, man muss das auch erfassen von der Überwachung her. Er blickt in jeder elektronischen Kommunikation, die nicht überwacht werden kann, eine Lücke, wo sich die Kriminellen verstecken und die sie für sich nutzen können. Mir scheint das zu einem schönen Teil künstlich. Ich denke, es kommt vor allem daher, der Druck real, weil man eben die Möglichkeit sieht, diese Daten zu erfassen, zu speichern, hier Überwachungen zu machen und inwieweit es überhaupt notwendig ist und was die reale Bedeutung dessen ist, ist dann eine andere Frage, die man eigentlich separat prüfen müsste, aber diese Prüfung findet kaum statt. In diesem Sinne könnte man sagen, was die NSA und ihre Partnerorganisationen macht, ist vielleicht in gewisser Weise gar kein Exzess. Vielleicht ist es einfach nur konsequent, diese Logik zu Ende gedacht, und hier denke ich, muss man das Ganze auch einmal von der Gegenseite her denken und sich fragen, ja, wo landet man dabei? Ich denke, man muss sich immer auch bewusst sein, es wird jetzt gesagt, die aktuell debattierte BÜPF-Vorlage sei eine Modernisierung des Gesetzes. Das ist nicht falsch, aber nur die halbe Wahrheit. Und ich denke, die Tendenz dieser Gesetze, auch wenn man das über die letzten Jahrzehnte betrachtet, dass dann wieder und wieder und wieder eine Vorlage kommt, also beim Nachrichtendienst sieht man das, vom Bewis jetzt zum Vorschlag eines Nachrichtendienstgesetzes. Und ich bin sicher, das Bestreben wird da sein, egal was verabschiedet wird, dass dann noch mehr kommt. Und das geht von der Logik her eben in diese Richtung. Was man sich meines Erachtens einmal überlegen müsste oder genauer anschauen müsste, ist die Effektivität dieser Überwachungsmaßnahmen. Und hier fällt auf, dass das Ganze eigentlich praktisch nur so alltagsanekdotisch begründet werden kann. Selbstverständlich kann ein Staatsanwalt aus seiner Praxis berichten, was es ihm gebracht hat, oder ein Polizist, aber systematisch untersucht worden, was es eigentlich bringt, ist verhältnismäßig wenig. Es gibt ein Gutachten in Deutschland vom Max-Planck-Institut. Dort hat man die Gelegenheit gehabt, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, die von der entsprechenden EU-Richtlinie her umzusetzen war und dann später aufgehoben wurde aufgrund eines Entscheides des Bundesverfassungsgerichts, zu untersuchen, was waren die Auswirkungen in der Praxis dieses Gesetzes, dass man also bei uns in der Schweiz sind das die Randdaten, die jetzt 6 Monate aufbewahrt werden müssen, was bringt das für die Verbrechensbekämpfung? Man hat diese zwei Zeiträume verglichen in Deutschland mit und ohne Vorratsdatenspeicherung, hat in der gleichen Studie auch mit der Schweiz verglichen und dabei feststellen müssen, dass sich eigentlich keine Auswirkungen nachweisen lassen, nicht auf die Aufklärungsrate und auch nicht auf die
Verbrechensverhütung. Hier ist kurz eingeblendet die Tabelle, wo die Aufklärungsquote in der Schweiz und in Deutschland verglichen wird. In der Schweiz hatte man zu diesem Zeitpunkt das Pendant zur deutschen Vorratsdatenspeicherung schon ungefähr 10 Jahre und es wurde kein Unterschied festgemacht. Für die Schweiz muss man einfach feststellen, dass es derartiges nicht gibt und dass nicht im Einzelnen belegt ist, was verschiedene Überwachungsmaßnahmen, namentlich die in der Strafprozessordnung im BÜPF geregelten, wirklich bringen und inwieweit sie notwendig sind. Es gibt gewisse statistische Daten, was für Daten überhaupt angefordert werden im Rahmen des BÜPF. Hier ist eine Statistik, wie alt die beigezogenen Daten sind in Wochen, also das sind Daten, die gespeichert werden für 6 Monate. Und da sieht man, dass der allergrößte Teil ganz zu Beginn der Speicherung anfällt und die Kurve schnell absinkt und nur noch wenige Daten danach gefragt werden, verhältnismäßig, die älter sind. Man sieht, welche Bereiche das es betrifft, dass das allermeiste Mobiltelefone betrifft und das beispielsweise E-Mail oder auch die Abfrage von IP-Adressen, dass das einen kleinen Teil nur ausmacht. Und hier sieht man auch, dass von den verschiedenen Fernmeldedienstleistern und Fernmeldeanbietern, die heute betroffen sind, dass sich die Überwachung im Wesentlichen auf ganz, ganz wenige konzentriert. Hier möchte ich noch einfach als nur zur Veranschaulichung, nicht zur Erklärung, noch erwähnen. Es ist von Herrn Koch schon erwähnt worden, im Detail ist das Ganze recht komplex. Das habe ich auch feststellen müssen in jüngster Zeit, dass ich mich etwas vertieft damit befasst habe. Wir haben gesetzliche Grundlagen in der Strafprozessordnung, in diesem HÜPF, in der Verordnung, die dazugehört im HÜPF. Und dann, wenn Sie es wirklich genau wissen wollen, können Sie die Richtlinien anschauen. Das ist so eine schweizerische Umsetzung von internationalen Richtlinien, den ETSI-Standards. Und da haben Sie dann ein mehrseitiges Excel-Dokument. Das ist jetzt so eine Seite, die die Telefon betrifft und sehr abstrakt festgelegt ist, was die Fernmeldeanbieter eigentlich an Daten zu speichern haben. Und da können Sie dann darüber brüten, was das konkret eigentlich heißt. Vor diesem Hintergrund stelle ich mir die Fragen, inwieweit braucht es nun jetzt einen Ausbau von Überwachungsmaßnahmen? Die Maßnahmen in ihrer Wirkungsintensität nehmen, wie gesagt, nach meiner Sicht laufen zu, weil wir einfach mehr überwachbare Kommunikation ausüben auf elektronischem Weg. Aber inwieweit ist es überhaupt notwendig, jetzt diese auszubauen? Aus meiner Sicht ist das im Einzelnen zu überprüfen und es ist im Einzelnen auch zu überprüfen, die Effektivität der jetzigen Überwachungsmaßnahmen, wo liegt die, inwieweit sind die Maßnahmen hier überhaupt notwendig. Und ich denke, tendenziell wird die Bedeutung vieler strafprozessualer Überwachungsmaßnahmen überschätzt. Selbstverständlich tragen die immer wieder zur Aufklärung bei, aber in aller Regel in Verbindung eigentlich immer mit anderen konventionellen strafprozessualen Mitteln und konventionellen Erkenntnissen. Also ich kenne das aus eigener Anschauung als Strafverteidigerin in Drogendelikten, wo die Telefonüberwachung, insbesondere die Live-Schaltung, selbstverständlich eine Bedeutung hat.
wo es dann immer aber auch Observationen, Zeugenbefragungen und so weiter gibt, wo man sich dann fragen muss, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied im Ergebnis, wenn gewisse Überwachungsmaßnahmen nicht da sind. Ich denke, es ist eigentlich Zeit für einen Marschhalt hier, dass man sich das wirklich einmal gründlich überlegt. Ganz wichtig finde ich auch die Transparenz bei diesen Überwachungsmaßnahmen. Im Bereich Strafprozess, BÜPF, haben wir diese ein Stück weit, aber eben auch nicht unbegrenzt, wenn Sie das im Detail wissen wollen. Und ich finde, als betroffene Person hat man dieses Recht, dann kommen Sie irgendwann nicht mehr weiter. Und es gibt einige Maßnahmen, dessen ist man sich wahrscheinlich nicht bewusst. Und auch Maßnahmen, die dann explizit auch auf unschuldige Personen abzielen. Wenn man zum Beispiel eine rückwirkende Antennenüberwachung macht, also schaut zu einem bestimmten Zeitpunkt, welche Personen hingen da mit ihrem Mobilfon an einer bestimmten Antenne. Das ist in der Verordnung festgelegt, in der Verfügung vom Bundesgericht, das zulässig erklärt worden. Ich habe da meine Mühe, weil man eben explizit rasterverhandlungsmäßig auch Unschuldige da involviert. Dann ein weiterer Bereich ist der ganze Nachrichtendienst. Hier haben wir grundsätzlich ein Gesetz, müssen aber feststellen, gerade was jetzt den Umfang der gespeicherten Daten betrifft und welche Personen das betrifft, sind in den letzten Jahren, soweit es untersucht worden, sind konstant und konsequent die rechtlichen Grundlagen missachtet worden. Da gab es mehrere deutliche Berichte der GPDL zu diesem Thema. Und es gibt naturgemäß Bereiche im Nachrichtendienst, die lassen sich einfach nicht genau ausleuchten, insbesondere die internationalen Verbindungen, der internationale Datenaustausch. Wir haben hier so eine Art rechtsstaatsfreie Zone und ich meinte, das darf es nicht geben. Es gibt dann auch noch weitere Überwachungsmaßnahmen bzw. weitere Daten, die anfallen, die sich zum Beispiel ein Staatsanwalt einfach mittels Verfügung von einem Provider liefern lassen kann, und das kann man dann alles kombinieren. Man muss sich meines Erachtens genauer darüber Rechenschaft ablegen, wie wirkt sich das auf die Betroffenen aus, wer ist alles betroffen, und von den gespeicherten Randdaten sind wir eben alle betroffen, da sind wir überwacht, ob wir uns strafbar machen oder nicht. Und potenziell zumindest auch von gewissen Geheimdiensttätigkeiten. Zu prüfen sind auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Einerseits innerhalb der Branche, ich gehe davon aus, mit dem neuen dem Vorschlag zum neuen BÜPF, dass hier mehr Belastungen auf verschiedene Anbieter zukommen, die einen gewissen Service liefern müssen. Auch wenn sich das dann vielleicht zum Teil delegieren lässt, die Infrastruktur muss bereit sein, die entsprechenden Ansprechpersonen da und die entsprechende Datensicherheit muss gewährleistet werden. Und das, denke ich, kann ein gewichtiger Faktor werden für verschiedene Anbieter im wirtschaftlichen Wettbewerb. Aber auch die Wirtschaft insgesamt, die eben auf diese Dienste, auf diese Kommunikation angewiesen ist. Und auf entsprechende Datensicherheit. Was den Datenschutz und die Datensicherheit betrifft, muss man sich einfach bewusst sein, wenn man postuliert, dass elektronische Kommunikation überwachbar und speicherbar und auswertbar ist, und dann vielleicht noch sagt, das muss ja jede Form von elektronischer Kommunikation betreffen, dass das eben einen Datenschutz und Datensicherheit in gewisser Weise ausschließt, vor allem wenn präventiv Daten gespeichert werden müssen. Das betrifft dann einerseits die Grundrechte aller Personen, aber auch ist aus meiner Sicht eine Gefährdung für gewisse
Modelle der Wirtschaft. Also es ist dann aber an einem gewissen Punkt nicht mehr möglich, für einen Anbieter sichere Kommunikation anzubieten. Man muss sich dann schon entscheiden, wenn ein Anbieter sagt, ich biete eine Verschlüsselung auf meinem Server oder ich biete verschlüsselte Kommunikation. Was überwiegt jetzt, dass er das zu 100% garantieren kann oder dass dann eine Behörde kommt und ihm befiehlt, dass er eben die Daten doch herausgibt. Man sieht deutlich, wie sich insbesondere die amerikanischen großen Anbieter nun verhalten, was das bedeutet, und die haben, denke ich, zu Recht auch Angst vor einem Vertrauensschwund, der sich dann aus den Konsequenzen dieser Überwachbarkeit ergibt. Ich denke, dieser ganze Bereich der Datenschutz und Datensicherheit ist eigentlich viel bedeutender und auch schwieriger zu schützen als die Kriminalität, die mittels elektronischer Kanäle ausgeübt oder mit Unterstützung dieser Kanäle ausgeübt werden kann. Man muss sich auf das konzentrieren, viel mehr, und sich hier viel mehr einfallen lassen. Der Ausbau der Überwachung hat demgegenüber viel mehr Möglichkeiten.